Ja, 7 Jahre ist Sven Köhler in Halle. Eine seltene Kontinuität bei Rostock, eine Übergangslösung. Robert Rulofsen. Innerhalb von 15 Tagen muss Hansa einen neuen Trainer vorstellen. Das sind die DFB-Richtlinien. Der HFC will etwas gut machen. Und die Mannschaft ist sehr offensiv. Mit Bertram, mit Gorgia, mit Ziegenbein, mit Sembolo. Alles Spieler mit Stürmerblut dazu. Furuholm. Schmidt ist ja verletzt. Kleinheider im Tor und dann die Abwehr wie erwartet. Der neue Rostocker Trainer, ein Fußball-Weltenbummler, gibt einigen Nachwuchskräften eine Chance. Krause, Pägelo, so haben sie noch nie zusammengespielt in der Deckung. Dazu dann Max Christiansen im defensiven Mittelfeld. Spiel beginnt ein wenig später aufgrund dieser Vorkommnisse im Block des FC Hansa Rostock. Hier haben wir den neuen Mann, 44 Jahre Niederländer. Die Anfangsphase gehört dem HFC. Mit diesem wunderschönen Schuss von Florian Brückmann, ein gebürtiger Hamburger, aber er war lange Zeit in Rostocks Nachwuchsschule. Tolle Parade von Jörg Hanl, dem Kapitän der Mannschaft aus Rostock. Das ist Max Christiansen. Erst 17 Jahre alt. Ein großes, hoffnungsvolles Talent. Dann Julian Jakobs. Der ist schnell unterwegs und dann faul an Manfred Straker. Vom Kapitän des HFC, von Daniel Ziebig, der da einen Schritt zu spät kommt. Da hat man nichts von seiner Bundesliga-Erfahrung gemerkt und der Schiedsrichter Florian Mayer, ein FIFA-Referee, zeigt auf den Punkt. Pierre Kleinheider gegen Halil Safran, so heißt das Duell. Safran eiskalt, Kleinheider keine Chance. Der FC Hansa Rostock, diese gebeutelte Mannschaft, die raus ist aus dem Pokal von Mecklenburg-Vorpommern, geht hier in Führung mit 1:0. Keine Chance für den 24-jährigen Schlussmann des HFC. Sven Köhler hat gesagt, bei dieser neuen Konstellation mit einem neuen Trainer, da weiß man nicht, so bei Standardsituationen, was da auf uns zukommt. Jörn Ziegenbein, ehemals Rostock, der war besonders heiß, der war besonders motiviert. Und dann Frankie Sembolo, normalerweise macht er die Dinge. Furuholm spielt seine Kopfballstärke aus und dann erneut eine Glanztat von Jörg Hanl. Also die Antwort des HFC lässt nicht lange auf sich warten. Nur kurzzeitig ist diese Mannschaft geschockt. Und die nächste Möglichkeit, wieder ist es Frankie Sembolo. Zweite große, hundertprozentige. Und Hanl macht hier alles richtig, beobachtet den Schützen ganz genau. Und seine Mannschaft führt zur Pause mit 1:0. Er ging sofort in die Kabine. Sven Köhler brauchte noch ein wenig. Es wird ja sehr viel auch jetzt davon abhängen, was er sagt zu seiner Mannschaft, wie die Ansprache ist. 11.100 Zuschauer, eine wunderbare Kulisse hier in Halle. Furuholm nimmt sich ein Herz, er trifft ja wieder. Das hat er ja zuletzt auch unter Beweis gestellt. Gorgia und dann Kopfballchance, völlig freistehend. Björn Ziegenbein, also dem war anzumerken, dass der besonders heiß ist. War ja mal im Mittelfeld des FC Hansa Rostock aufgeboten mit Lartey, mit Jänicke, mit Pannewitz, mit Weiland. Aber das waren andere Zeiten. Druckphase des HFC. Manchmal fehlt die Präzision. Und jetzt kommt der FC Hansa Rostock mit seiner Stärke. Neben Heidenheim und neben RB Leipzig haben sie ja die meisten Spiele auswärts gewinnen können. Franke, der hat heute Geburtstag. Und er fault. Julian Jakobs ist schneller. Und jetzt gehen die Diskussionen los. Innerhalb oder außerhalb des Strafraums. Die Spieler des HFC haben das natürlich ganz genau gesehen. Das war außerhalb. Und nach einer kurzen Phase der Überlegung sagt der Referee Florian Mayer, nein, nein, war innerhalb. Es wird darüber diskutiert und gestritten werden. Wir können es nicht hundertprozentig auflösen. Auf alle Fälle wieder Strafstoß. Und wieder steht Halil Safran da.
Wieder das Duell gegen Pierre Kleinheide. Hat der Ex-Dresdner wieder die Nerven? Eiskalt verlädt Kleinheide wieder. Der FC Hansa Rostock führt hier an der Saale mit 2:0. Zwei Elfmeter, beide Male sicher verwandelt. Halil Safran, Kleinheide wieder ohne Chance. Und sie freuen sich natürlich, für sie hat sich die Reise gelohnt, die zahlreichen Fans des FC Hansa. Und das ist die Reaktion von Robert Rudolfsen, der in Libyen trainiert hat, in Indonesien. Also der war ja schon auf allen Kontinenten. Was ist da noch drin für den HFC? Sie geben sich nicht auf. Kopfball von Franke, der heute 21 Jahre alt wird. Und dann wollen sie ein Handspiel gesehen haben. Eckball von Sören Bertram. War aber keine Hand und war auch vor der Linie die Rettungsaktion von Martin Pett, dem Rostocker, der da eingewechselt wurde. Dramatisches Spiel. Und sie hoffen, noch weil sie merken und ein Gespür dafür haben, der FC Hansa Rostock wird eingeschnürt. In der Deckung gebunden und Furuholm, was macht Furuholm denn da für ein Ding? Das wäre ein Tor des Monats. Mit der Hacke und da fehlen ja nur ein paar Zentimeter. Weiter geht es im Staccato der Chancen für den HFC. Sembolo. Furuholm, keine Abseitsposition. Und das macht Furuholm natürlich. Der 26-jährige Finne. Und dann hat er es besonders eilig. 1:2. Der Anschluss ist hergestellt. Ein Tor, das ich angedeutet hatte. Und in solchen Szenen sieht man, dass die Abwehr des FC Hansa Rostock noch nie zusammengespielt hat. Freie Fahrt für den Finnen Furuholm. 1:2. Und so sieht es der neue, der Interimstrainer. Hinten jubeln sie, die Fans des HFC. Und er muss erst einmal durchatmen und durchpusten. Weil eine Angriffswelle kommt angerollt. Und wieder ist es der Innenverteidiger Marcel Franke, der immer mit nach vorne kommt bei solchen Standardsituationen. Heute fehlt ihm das nötige Glück. Wieder Sören Bertram mit diesem Eckball. Und dann kommt er da sehr, sehr frei zum Schuss. Hanel muss Schwerstarbeit verrichten. Gibt es noch diese gefährlichen Konter des FC Hansa? Nein, Fehlabspiele im Mittelfeld. Dann dieses Duell, Foulspiel an Sören Bertram. Aber kein Strafstoß, die Entscheidung des Referees. Sembolo. Aber jetzt, kurzes Zögern beim Referee, bei Florian Mayer. Und jetzt gibt er Elfmeter für Halle. Lukas Pegelow hat sich dann nicht geschickt angestellt. Hier stößt er Sören Bertram um. Und nun die Möglichkeit für den gefaulten Spieler. Der hatte zuletzt nicht getroffen, aber sonst ist das ein ganz sicherer Mann. Jetzt gegen Jörg Hanel, der so prächtig gehalten hat in diesem Derby. Der Ausgleich, Hanel erahnt die Ecke, er ist fast dran, nicht ganz, aber der HFC dreht dieses Spiel 2:2, dank Bertram. Platziert, trocken, nach unten gezogen diesen Ball, 2:2. Und der HFC hat noch nicht genug. Die sind jetzt alle heiß gelaufen. Toni Lindenhahn ist eingewechselt worden. Furuholm, Sembolo zum Ersten. Sembolo zum Zweiten. 3:2. 3:2 Halle. Sembolo, der in den ersten 45 Minuten noch zwei Chancen liegen ließ, macht dieses Tor. Er war schon immer ein Wunschspieler des Trainers. Und hier zeigt er auch warum. Schusstechnisch erstklassig. Und dann schaltet er schnell. Die Hanseaten, die stehen da, machen wenig bis gar nichts und sind betröppelt und fassungslos, wie Halle dieses Spiel noch dreht. Sie sind eine Macht zu Hause in diesem Jahr.
die Jungs von Sven Köhler. Viermal haben sie gewinnen können, ein Unentschieden gab es. Und so freut er sich, der Mann, der verlängert hat um 2 Jahre hier in Halle. Damit scheint eigentlich alles klar zu sein, zumal Halle weiter spielbestimmend ist. Furuholm mit der Möglichkeit zum 4. Treffer. Es ist ein Wahnsinnsspiel. Man kommt gar nicht hinterher, alle Chancen aufzuführen, die es hier gegeben hat. Unter anderem ja auch für den FC Hansa Rostock, die großen Anteil haben an diesem prächtigen Spiel vor herrlicher Kulisse. Eine Partie, die begeistert. Haas. Christiansen. Och, welch ein Einsatz der Rostocker, und er lohnt sich! Blacher, ihr bester Torschütze in der Nachspielzeit, der Ausgleich. Rostock meldet sich zurück. Sowas gibt es selten. 3:3. Halle hat es nicht geschafft, dieses 3:2 über die Zeit zu bringen. Da müssen sie dran arbeiten. In der Nachspielzeit kassieren sie einen weiteren Treffer. 3:3, naja, wie lange mag es noch gehen? 1-2 Minuten vielleicht. Kommt drauf an, was der Meier danach spielen lässt. Letzte Aktion in der Partie. Halle noch einmal. Lindenhardt, der nimmt den und schießt das Tor! 4:3, Toni Lindenhahn, ehemals Hansa Rostock. Hier bricht der Wahnsinn aus in Halle. Das 2. Tor in der Nachspielzeit. Und was für eins. Der Hanel, der schaut da verdutzt hinterher. Da kann er nun beim besten Willen nichts machen. Halle gewinnt dieses Spiel mit 4:3. Also da sind wir gespannt, was die Protagonisten zu sagen haben. Ich habe gegen den Schiri gesagt, hätte sie eine 10 Sekunden früher abpfeifen können. Weil er kann 100.000 Mal auf dem Tor schießen und er geht nie wieder so rein. Ne? Können Sie mir ein bisschen weiterhelfen mit dieser Achterbahn der Gefühle? Es fällt das 3:3 in der Nachspielzeit und dann? Ja, wie gesagt, dann fällt natürlich das 3:3, was natürlich sehr unglücklich, sag ich mal, wo wir ein bisschen geschlafen haben. Aber wie gesagt, im Endeffekt schwamm drüber, kommt so ein Hammer, ja, zack, gewinnst das Spiel 4:3 und gut ist. Ja, das war Wahnsinn. Also ich habe versucht, also einfach den Ball voll drauf zu knallen und zum Glück bin ich wieder nah gelaufen und einfach gedrückt. Sie haben sich den Ball geschnappt zum Elfmeter. Ja, ganz ruhig geblieben heute. Einfach gesagt, den mache ich rein. Ja, ich hatte ja den letzten gegen Regensburg hatte ich ja verschossen. Davor hatte ich 6 Dinger getroffen. Und ich hatte heute gedacht, komm, mach es wieder auf deine Art und Weise. Und es hat sehr gut geklappt. Ich habe den so versenkt wie die 6 anderen zuvor. Und ich war mir eigentlich auch sicher, dass ich ihn mache, weil ich mich heute sehr gut gefühlt habe. Und so hat er dieses 4. Tor gesehen. Der Trainer des HFC, Sven Köhler. Das war ein Wahnsinnsspiel. Und das macht den Fußball ja auch so populär. Und so etwas erlebt man wirklich nicht alle Tage mit diesen Bildern, mit diesen Emotionen. Gehen wir zurück ins Studio nach Leipzig.